Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Money Glitch für GTA Online. Auch bevor mit dem Video anfangen, würde ich dir schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video das lassen und außerdem Leute, für die, die mich auch gar nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst die krassesten Glitches in GTA. Also ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch, Leute, braucht ihr einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, Leute, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Nachtclub inklusive Terabyte. Ganz wichtig. Und Leute, ihr braucht für diesen Glitch auch noch eine Arena. In der Arena, Leute, sollte ein Fahrzeug stehen, was ihr euch duplizieren möchtet. Mein Tipp, nehmt den Easy aus der Arena. Der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten, Leute. Wirklich am meisten. Außerdem, Leute, braucht ihr sonst noch in der Arena mindestens ein, zwei Fahrzeuge, da ihr später diesen Easy aus der Arena einklemmen müsst. Aber dazu später mehr. Generell braucht ihr für diesen Glitch auch ein Motorrad und ein Fahrzeug, was ihr diesen Glitch verlieren könnt. Wo dieses Motorrad oder wo das Fahrzeug steht, ist generell egal, da das Motorrad für diesen Glitch nicht verloren geht und der LG zum Beispiel ein kostenloses Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt, kann einfach in irgendeiner normalen Garage stehen. Und zu guter Letzt, Leute, braucht ihr einfach einen Freund, der euch bei diesem Glitch ein bisschen hilft bzw. unterstützt. Aber das war's schon, Leute. Das sind die ganzen Ressourcen, die ihr braucht, um diesen Glitch machen zu können. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes, Leute, seid ihr mit eurem Freund zum Beispiel in einer Einladungssitzung oder in einer Freundessitzung. Da habt ihr einfach genug Ruhe, um diesen Glitch auszuüben. Denn als erstes trefft ihr euch im LSK-Meet. Seid ihr im LSK-Meet angekommen, Leute, bestellt ihr jetzt euer Motorrad. Ist natürlich völlig egal, welches Motorrad es ist, ob es ein Einsetzer ist oder Zweisetzer, völlig egal. Denn wenn das Motorrad geliefert wurde, geht ihr mit eurem Freund zu diesem Motorrad hin und euer Freund steigt ein. Und euer Freund bleibt jetzt einfach drauf sitzen. Mehr muss euer Freund nicht machen für diesen Glitch. Das ist eigentlich ziemlich genial. Denn ihr geht jetzt zu Fuß aus dem LSK-Meet wieder raus. Und ganz wichtig, Leute, wir fahren jetzt zum Nachtclub. Aber, jetzt kommt das große Aber, ihr dürft jetzt Rest des Glitches keine persönlichen Fahrzeuge benutzen oder bestellen. Ganz wichtig, denn sonst wird euer Freund aus dem LSK-Meet rausgekickt bzw. vom Motorrad gekickt. Deswegen könnt ihr zum Beispiel hier als CEO registrieren und ein CEO-Buzzard anfordern oder einfach ein Straßenfahrzeug nehmen, wie ihr wollt. Gut, seid ihr jetzt beim Nachtclub angekommen, Leute, gehen wir jetzt in unsere Terabyte-Garage hinein. Gut, in meinem Fall muss ich zugeben, dass mein Terabyte nicht in der Terabyte-Garage steht, sondern in der B2-Garage. Aber generell ist das auch völlig egal für diesen Glitch, denn ihr müsst einfach nur zum Terabyte. Seid ihr hier in der Terabyte-Garage, auch wenn es bei mir ein bisschen rumspackt, dann müsst ihr einfach gleich in den Terabyte einfach nur einsteigen. Dann, wenn ihr eingestiegen seid, habt ihr oben links die Meldung rechte Falltaste für die Tuning-Garage. Und wenn ihr diese gleich gedrückt habt, müsst ihr sofort Optionstaste drücken. So, das machen wir jetzt einfach mal. Ich steige jetzt hier in Terabyte ein. Ihr seht, ich habe oben diese Meldung und ich drücke jetzt die rechte Pfeiltaste und sofort die Optionstaste, damit sich das Optionsmenü öffnet. Ist das Optionsmenü mindestens für 2 Sekunden offen gewesen, könnt ihr auch einfach wieder schließen und aussteigen. Und ihr geht es auch wieder aus dem Nachtclub hinaus, sofern es für euch möglich ist, denn bei mir ja, hat es ein bisschen länger gedauert, aber ist generell auch nicht schlimm. So, seid ihr draußen angekommen, Leute, fahren wir jetzt zur Arena. Denn in der Arena steht jetzt das Fahrzeug drin, was wir uns duplizieren wollen. Wie gesagt, mein Tipp, nimmt einen Easy aus der Arena-Werkstatt, der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten. So, seid bei eurer Arena angekommen, gehen wir jetzt einfach in die Arena-Ebene rein, wo bei euch das Fahrzeug drin steht. In meinem Fall ist es einfach die Werkstatt-Ebene, aber das ist tatsächlich völlig egal. Seid ihr jetzt drin angekommen, Leute, steigt jetzt in das Fahrzeug ein, was ihr euch duplizieren wollt und fahrt einfach in der Arena rum. Und daran seht ihr schon, Leute, ob der Mining Glitch generell funktioniert hat oder nicht. Denn wenn ihr nicht rumfahren könnt, dann müsst ihr es leider von vorne machen. So, in meinem Fall kann ich einfach rumfahren, optimal. Denn jetzt fahren wir hier zur Garage und klemmen jetzt eine Seite unseres Fahrzeuges ein. So, haben wir das gemacht, steigen wir aus und nehmen jetzt irgendein anderes Fahrzeug aus der Arena und klemmen die andere Seite ein. Und das hat einen Zweck, Leute, dass wir jetzt zu unserem Fahrzeug hingehen können und Dreieck drücken können und wir rein und raus teleportiert werden. Denn das ist ganz wichtig, Leute. Denn jetzt gehen wir zur Garagenausgang, so dass wir oben links die Meldung bekommen. Möchtest du die Arena verlassen? Möchtest du in die andere Ebene? Bla bla bla. So, wir gehen jetzt hier auf Arena verlassen. Aber Leute, wir gehen jetzt nicht nur auf Arena verlassen, sondern wir drücken auch gleichzeitig Dreieck dabei und teleportieren uns gleichzeitig auch in das Fahrzeug. Das bedeutet, ihr müsst jetzt hier Dreieck und X gleichzeitig drücken.
Ne, das machen wir jetzt einmal. Dreieck X gleichzeitig drücken, sprich ich gehe jetzt aus der Arena raus und werde gleichzeitig in das Fahrzeug teleportiert. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr draußen mit dem Fahrzeug spawnen, was ihr euch duplizieren wollt. Falls ihr nur als Person draußen spawnt oder sowas, ist das nicht schlimm, Leute. Dann geht ihr wieder zurück in die Arena und macht den Arena-Part einfach von vorne. Der Glitch ist dabei nicht kaputt gegangen. So, in meinem Fall hat das aber wunderbar funktioniert, denn jetzt, Leute, rufen wir den Mechaniker an und bestellen unser Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. In meinem Beispiel ist es einfach ein stinknormaler LG. So, haben wir den LG jetzt angefordert, wird aber nicht geliefert, denn das wird nicht funktionieren. Deswegen zählen wir jetzt so bis 12 Sekunden, 15 Sekunden innerlich. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, also 10, 11, 12, ne, dann könnt ihr eurem Freund Bescheid sagen, ey, yo, bitte steig vom Motorrad. Und achtet aufs Kennzeichen, Leute, denn euer Kennzeichen auf euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, wird sich jetzt verändern. Denn das hat jetzt das Kennzeichen vom LG erhalten. Und jetzt ist es automatisch ein Duplikat und es ist jetzt nicht mal euer originales Fahrzeug. Bitte denkt dran. Aber das Fahrzeug ist noch nicht abgespeichert, Leute. Um dieses Duplikat jetzt abzuspeichern, bestellt es einfach euren MOC zu euch. So, mein Beispiel, beziehungsweise wahrscheinlich für euch auch, wird da stehen, Lieferung steht noch aus, also sprich, ihr könnt noch gar nicht den MOC anfordern. Das ist nicht schlimm, Leute, deswegen schließt ihr mal das Interaktionsmenü und wartet mal so ein paar Sekunden, denn euer Mechaniker wird euch anrufen und sagen, ey, yo, sorry, ich kann gerade nicht liefern, ist nicht möglich. Ne? Und wenn ihr diesen Anruf erhalten habt, dann könnt ihr wieder das Interaktionsmenü öffnen und könnt jetzt euren MOC anfordern. So, ist euer MOC geliefert worden, fahren wir jetzt einfach mit unserem Duplikat dahin. Sind wir MOC angekommen, Leute, fahren wir jetzt ab hinten rein. Falls bei euch hinten ein Fahrzeug steht, so wie bei mir, akzeptiert ihr einfach die Meldung, dass ihr umparken möchtet und zack, boom, bam, euer Duplikat ist jetzt abgespeichert. Ihr könnt mit dem Duplikat jetzt machen, was ihr wollt, ihr könnt es behalten, aber Leute, es ist ein Money Glitch Video, deswegen verkaufen wir das Ding auch direkt. In meinem Fall kriege ich für das Fahrzeug so circa 1,5 Millionen GTA-Dollars, aber Leute, je nach Tuning-Variante könnt ihr sogar bis zu 1,8 Millionen GTA-Dollars pro Duplikat rausschlagen. Also Leute, mega geiler Glitch, Zeitaufwand pro Duplikat, vielleicht maximal 10 Minuten, super nice. Also Leute, ich würde sagen, macht diesen Glitch, er funktioniert einwandfrei und ist super leicht. Aber Leute, wenn euch dieses Video weitergeholfen hat und euch vielleicht sogar gefallen hat, dann würde ich mich immer noch übelst von dem fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber Leute, ich bin raus, euer Bombard. Ciao.